Ciao ragazzi, buongiorno. Letzte Woche habe ich euch ja im Video Wörter vorgestellt, die im Italienischen nur als Pluralwörter existieren und im Deutschen aber im Singular. Und heute möchte ich euch zwei Wörter vorstellen, die im Italienischen immer Einzahl sind und gar nicht im Plural existieren. Im Deutschen sind diese Wörter aber Pluralwörter. Und das sind ganz wichtige Wörter und da kommt man ganz oft durcheinander. Und zwar die Leute, bei uns im Deutschen die Leute, mehrere Leute, ist Plural. Im Italienischen ist es aber Singular und heißt la gente. La gente sind die Leute. Wenn ich also sage, heute kommen viele Leute, dann sage ich im Italienischen oggi viene tanta gente. Das heißt also, das Verb bleibt dann im Singular, viene, und auch das Adjektiv in diesem Beispiel viel bleibt auch im Singular, also tanta gente. Das heißt, nur weil es im Deutschen Plural ist, dürfen wir uns da nicht verwirren lassen. Im Italienischen ist es ein Einzahlwort, also la gente. Oder zum Beispiel die Leute essen eine Pizza, dann ist es im Italienischen la gente mangia una pizza. Also es bleibt immer im Singular im Italienischen. Für Leute gibt es im Italienischen keinen Plural, also es heißt immer la gente. Und das gleiche gilt auch für das Wort roba, la roba. Das heißt einfach die Sachen. Und das ist auch ein Wort, das man eben auch häufig benutzt und man kommt da eben so durcheinander, weil wir im Deutschen einfach immer von den Sachen sprechen. Also Sachen im Plural, immer mehrere Sachen. Und so, wenn ich eben allgemein von den Sachen rede, dann ist es im Italienischen aber immer la roba. Aber la roba heißt trotzdem, also ist trotzdem bezogen auf mehrere Sachen. Also es muss nicht immer nur eine Sache sein, wenn ich jetzt wirklich von den Sachen spreche. Zum Beispiel, wenn ich sage, oh, heute habe ich echt viel zu tun, viele Sachen zu erledigen, dann sage ich im Italienischen oggi c'è tanta roba da fare. Also, wie gesagt, dieses roba und auch gente ist im Italienischen immer Singular und wir dürfen uns da nicht vom Deutschen irgendwie verwirren lassen. Also im Italienischen immer Singular, das heißt auch das Verb und auch das Adjektiv wird immer im Singular sein. Ich werde euch den Artikel auch von letzter Woche nochmal verlinken und da habe ich dann eben auch noch diese Singular-Wörter mit aufgenommen. Dann habt ihr da nochmal eine Übersicht und schaut euch das an und schaut, dass ihr euch das beim nächsten Mal wirklich auch nochmal ins Gedächtnis ruft. La gente ist immer Singular und la roba ist auch immer Singular im Italienischen, obwohl es im Deutschen Plural ist. Okay, ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao.